Hey Leute, mein Name ist Fossi und das sind 5 Tipps und Tricks im Metin 2. Tipp 1 ist die Position am Metinstein. Das ist interessant für Leute, die zu zweit oder vielleicht sogar zu dritt auf den Metinstein hauen. Ihr seht, die Maus gehen gerade auf mich. Ich werde jetzt rausreiten, genau, und positioniere mich jetzt ein bisschen weiter hinten am Metinstein. Und ihr seht, der nächste Spawn geht auf mein Teammitglied. Das heißt, wer am nächsten am Metin steht, auf den gehen die Mobs. Ja, die Nummer 2 kann ich live machen. Und zwar ist das Fertigkeiten zurücksetzen bei der alten Frau. Das klappt nur bis Level 30. Aber ist, denke ich mal, für Anfänger ganz interessant. Man kann ja seine Fertigkeiten zurücksetzen. Und dann hat man erneut die Chance, hier hinten seine Fertigkeiten auf den Meister zu bringen, denn es ist ja schon extrem wichtig, dass die Fertigkeit dann auf 17 umspringt, damit man im höheren Level dann frühestmöglich den nächsten Meister bekommt. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Körperkampfkunde angenommen und dementsprechend kann ich dann auch die Fertigkeiten verteilen. Hier, ich versuche es mal, ob es bei 17 umspringt. Natürlich nicht. Dann kann man wieder zur alten Dame gehen und so weiter, bis es bei 17 umspringt. Das kann so 1 KK bestimmt kosten. Das ist für einen Anfänger nicht wenig, aber es lohnt sich im Endeffekt. Und man muss keinen Itemshop benutzen und ich glaube BDVs oder so kosten definitiv mehr. Und ja, das ist vielleicht auch eventuell für Leute interessant, die zum Beispiel einen Magiesucher hochspielen wollen, denn dann kann man bis Level 30 einen Waffensucher spielen, geht dann zur alten Frau, lässt sich die Fertigkeiten zurücksetzen und dann skillt man erst auf Magiesucher. Ja, viele Möglichkeiten das einzusetzen, auf jeden Fall eine nette Sache und das ist der Tipp 2. Nummer 3 ist das 20er Chars Leveln. 20er Chars bekommen aus der Lehrlingstruhe grüne Boni hinzufügen und Switcher. Das heißt, diese Switcher kriegt man komplett umsonst für Rüstungen und Waffen unter Level 40, das heißt, damit kann man sich zum Beispiel ein gutes VMS switchen oder eine Rüstung für PvP oder PvM und das komplett umsonst. Nummer 4 ist das Freunde werben. Wenn sich ein Freund von euch oder ihr sogar einen neuen Account machen möchtet, dann kann man das über Freunde werben machen. Dafür kriegt der Freund als auch der Werber Items, wie zum Beispiel einen 10 Stunden Erfahrungsring, super praktisch zum Leveln, nur mal so nebenbei. Und ja, das alles komplett umsonst und warum dann nicht mitnehmen? Tipp Nummer 5 ist das 8er-Gruppe leveln. Ja, das macht jetzt erstmal gar nicht mehr so viel Sinn, aber passt mal auf, wir haben hier einen verdammt guten Trick. Wir haben hier ein höchst professionelles Paint-Bild von mir erstellt, was ihr jetzt gerade seht. Oben rechts ist der Leveler, in der Mitte ist der gelevelt wird. Das ist wichtig für diesen Trick, braucht ihr jemanden, der gelevelt wird, der muss auch die Gruppe machen. Und unten links sind im besten Fall 6 AFK-Chars. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Z und X dürfen sich nicht zu nahe kommen. Y muss immer in der Nähe von X und Z sein. Das hat den Vorteil, dass wenn Y in der Nähe von Z ist, dass Y einen verdammt hohen Gruppenboni bekommt, wenn er zum Beispiel ein BDA drin hat, von 100%. Dadurch, dass ZX aber nicht nah ist, kriegen diese Leute keine EXP ab. Das heißt, Y muss sich nur die EXP mit X teilen und kriegt dazu dann noch einen 100% EXP-Boost. Hier sehen wir es nochmal. Im Hintergrund stehen die AFK-Chars und oben links in der Aufnahme ist der Leveler. Und so kriegt man verdammt viele Erfahrung, mehr als wenn man normal levelt. Yo Leute, das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt's mit einer Bewertung oder einem Kommentar. Wenn ihr noch andere Tricks habt oder wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst es mich auch mal wissen. Wenn ihr jetzt noch in der Mitte klickt, dann kommt ihr zu einem 5K Drachenmünzen-Experiment auf dem Beta-Server. Und wenn ihr unten links klickt, dann könnt ihr mich abonnieren. Natürlich sind alle Links auch in der Videobeschreibung, genauso wie der Link zum Tutorial zum Freunde werben. Und ja, das war's von mir. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.